Hey Freunde, Kevin Weber hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Freunde, Weihnachten steht so gut wie vor der Tür. Und wenn wir ehrlich sind, wer hat schon Bock auf so eine gekaufte Schokolade? Und ganz ehrlich, keiner. Denn selbstgemacht schmeckt immer besser und heute geht es genau darum. Wir machen eigene Schokoriegel, eigene Schokolade und diese wird nicht nur optisch, sondern auch geschmacklich die komplette Familie von den Socken hauen. Glaubt mir, Freunde. Boah, schaut euch diese Zutaten an, wie gut die miteinander harmonieren. Wahnsinn! Und ganz ehrlich, für dieses Rezept müsst ihr keine 2 Stunden in der Küche stehen, sondern das Ganze geht ziemlich, ziemlich schnell. Ihr werdet auch unter 30 Minuten fertig, versprochen. Gut, wir fangen direkt mit der Zubereitung an. Und als erstes müssen wir natürlich die Schokolade schmelzen lassen. Und ich würde euch empfehlen, die Schokolade zu benutzen, die euch natürlich am besten schmeckt. In meinem Fall sind das 150 Gramm Zartbitterschokolade, die natürlich auch vegan ist. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr die Schokolade nicht einfach in einen Topf oder in eine Pfanne reinschmeißt und das Ganze einfach so erhitzen lässt. In dem Fall würdet ihr einfach euer Geschirr zerstören und aus der Schokolade wird einfach nichts mehr werden. Sondern wir lassen erstmal das Wasser kochen, entweder auf leichter oder höchstens auf mittlerer Hitze. Wenn die Hitze zu stark ist, dann wird die Schokolade so klumpig werden und dann stellen wir dann oben drüber einfach so eine Schale drauf und wir haben davor schon mal die Schokolade klein geschnitten, sodass das Ganze viel besser und viel schneller schmelzen wird. Und ihr seht es ja schon, das Ganze fängt schon mal an zu schmelzen. Wir lassen das jetzt auf jeden Fall stehen, bis es ganz flüssig wird. Okay, Freunde, die Schokolade ist so gut wie fertig. Wir lassen die aber trotzdem noch drin, bis es keine Klumpen mehr drin sind und die auch komplett und vollständig geschmolzen ist. Ganz ehrlich, Freunde, für dieses Rezept habe ich mehr als nur 10 Daumen nach oben und ein Abo verdient. Vergisst das Video auch auf keinen Fall mit euren Freunden zu teilen. Schaut euch das an, Freunde. Oh mein Gott, ich würde die jetzt am liebsten so trinken. Aber am Ende wird sie 1000-mal besser aussehen, versprochen. Okay, Freunde, wenn die Schokolade komplett geschmolzen ist, kommt das Ganze erstmal auf den Teller. Beziehungsweise, wenn ihr mehr als ich, also mehr als 150 Gramm Schokolade verwendet, falls ihr natürlich eine größere Familie habt und einfach nur Schokolade liebt, genauso wie ich, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, eine größere Bleche zu nehmen, wie zum Beispiel ein Blech. Und das Ganze wird erstmal beschmückt und anschließend kommt das Ganze in den Kühlschrank oder Gefrierfach für ca. 30 bis 60 Minuten. Ich würde sagen, alle, die unter 18 sind, sollten jetzt auf jeden Fall abschalten, denn jetzt kommt ein richtiges Foodporn auf euch zu. Zuerst kommen auf jeden Fall die großen Stückchen drauf, dass wir das Ganze auch besser verteilen können. Und zum Schluss, wenn das Ganze ready ist, würde ich nach der Größe einfach nur runtergehen und die mittelgroßen und dann die ganz feinen Sachen drauflegen. Und die Pistazien, Freunde, die sorgen nicht nur für einen atemberaubenden Kontrast zwischen schwarz oder beziehungsweise dunkelbraun und grün, sondern die sind auch salzig, sprich süß und salzig, das verträgt sich, das matcht einfach und es wird so richtig, richtig gut schmecken, glaubt mir, Freunde. Danach kommen weitere Nüsse, denn süß und fettig ist zwar eine Kalorienbombe, aber Nüsse haben natürlich auch einen hohen Omega-3 und Omega-6 Anteil, sprich das Ganze wird ein bisschen gesünder werden und der Geschmack. Damn. Und ganz zum Schluss natürlich die Kokosraspeln, um dem Ganzen so einen richtig guten Bounty-Effekt zu geben. Das wird richtig, richtig nice werden. Freunde, das hier, es riecht auch richtig gut nach den Kokosraspeln und Schokolade. Boah, erinnert mich richtig an Bounty. Jetzt kommt das Ganze erstmal in den Kühlschrank und danach können wir das Ganze auch schon genießen. Seht euch bitte die Schokolade an. Oh mein Gott, wenn das jemand aus der Familie sieht,
das haut die aus den Socken, versprochen, Freunde. Und ganz ehrlich, man würde niemals denken, dass da weniger als 30 Minuten Arbeit drinstecken. Puh, probiert es auf jeden Fall aus. Jetzt kommt der beste Moment, Freunde, wir schneiden die Schokolade auf. Ihr habt ja gesehen, Freunde, das sieht so verdammt gut aus. Oh mein Gott. Ich werde jetzt ein bisschen probieren. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Freunde, ich habe das Rezept ja schon mal gemacht. Aber dieses Mal. Ich habe mich selbst übertroffen. Delicious. Boah, das schmeckt so gut, Freunde. Ihr müsst es unbedingt nachmachen. Und ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in den Kommentaren natürlich, was ich als nächstes machen soll. Und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden weiter. In diesem Sinne, ciao, ciao.